Heinrich von Kleist gilt auch heute, über 200 Jahre nach seinem Tod, als einer der wichtigsten, aber auch genialsten Außenseiter in der deutschsprachigen Literatur. Dies liegt daran, dass er sich simpel gesagt in keine Schublade einordnen lässt. Er wird weder der Klassik noch der Romantik zugerechnet. Er kannte sowohl Goethe als auch Romantiker wie Achim von Arnim oder Clemens von Brentano. Er ließ sich von ihnen inspirieren, ging aber sowohl literarisch als auch in seinem Leben einen ganz eigenen Weg. Kleist brach mit der klassischen Dramentheorie und seine Erzählungen sind nicht verträumt oder geheimnisvoll und schrecklich wie die vieler Romantiker. Sie sind eher realistisch und zum Teil auch sprachlich sehr hart und schockierend. Das gilt auch für den Einsatz seiner stilistischen Mittel. Er gilt somit als ein Vorläufer der Moderne. So ist es auch nicht verwunderlich, dass seine Dramen und Lustspiele wie etwa der Prinz Friedrich von Homburg oder der zerbrochene Krug und das Käthchen von Heilbronn noch immer zum festen Repertoire deutschsprachiger Bühnen gehören.